Sextape ist nicht nur der Name des neuesten Films mit Cameron Diaz und Jason Segel, es war auch das Karrieresprungbrett für viele Hollywood-Stars. Paris Hilton machte ein Sextape mit ihrem damaligen Freund Rick Salomon. Als es 2004 an die Öffentlichkeit kam, wurde sie blitzschnell zu einem berühmten Reality-Star, Sängerin, Model und jetzt auch DJ. Und Kim Kardashians und Ray J's nun berühmtes Sextape aus dem Jahr 2007 machte Kim reich. Bis heute brachte das Video schätzungsweise 37 Millionen Euro ein. Pamela Anderson und ihr damaliger Mann Tommy Lee machten ihren berühmten Film im Jahr 1995 und der Rest ist Geschichte. Teen Mom Farrah Abraham brachte ihr erstes Sextape 2013 heraus. Hast du gehört? Erstes. Jupp, dieses Jahr brachte sie ein neues heraus. Und Rob Lowe mag zwar in dem Film Sextape spielen, aber wusstest du, dass er sein eigenes hat? Das bescherte ihm 1988 jede Menge Streitigkeiten. Promi-Sextapes. Peinlich oder ein schneller Weg, reich zu werden?